Willkommen zurück. Wir haben Hans geheilt und sind noch immer hier in diesem Mondberg und können uns sein Item holen, wenn man uns lässt. Aber vorher dürfen wir uns wieder mit einem Zubat rumschlagen. Und ich habe keine AP mehr fürs Lämmen. Das ist jetzt blöd. Das heißt, im schweren Fall, im Notfall müssen wir doch Midorino holen. Und wir haben dafür Level 24 erreicht. Und unsere Verteidigung ist immer noch ziemlich mies. Was haben wir hier? Mondstein gefunden. Damit kann man, glaube ich, Pipi zu Pixie in diesem Spiel entwickeln. Was macht eigentlich? Was sagst du, Hans? Wie geht's dir? Hans freut sich. Und schon wieder ein Zubat. Das müssen wir jetzt wegschocken. Ich glaube, demnächst kommt auch hier irgendwo Team Rocket. Aber wir sind soweit auf dem richtigen Weg, hoffe ich. Da ist Team Rocket. Geh Erwachsenen nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Das hättest du jetzt auch netter sagen können. Guck, er hat sogar eine Peitsche. Team Rocket möchte kämpfen. Was haben die denn für Pokémon? Radfratz, Radikal. Oh, Zubat hatten sie auch. Genauso wie Smogon hatten sie, glaube ich, auch jede Menge. Ja, genau, hier Zubat. Ich glaube, das ist auch die einzige Edition, in der Jesse und James wirklich mal vorkamen. Wenn ich mich so recht daran erinnere. Ich glaube wirklich, die kamen hier ein-, zweimal vor. Als kleines Special. Das Wind hat nur die nervigen Zubat hier an. Nervige Zubat sind nervig. Pikachu! Ja, Hans. Wir laufen jeden Tag. Und Zubat. Ja, wir laufen so lange, bis Zubat kommt. Wir brauchen das Training. Pokémon Liga wird hart. Und wenn ich jetzt schon an die Siegesstraße denke, wird's mir... Da vergeht mir jegliche Lust. Ich glaube, wir müssen nachher nochmal rein und die restlichen Team Rockets hier besiegen. Aber erst hätte ich gerne Pokémon Center, um die AP hier aufzufüllen. Oder ein Bett. Oh ja, da steht schon hier der... Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ach, schon wieder so ein Nerd. Streber. Später hat man die Nerds getauft. Vorher waren es Streber. Was will man uns damit sagen? Aber wir haben hier einen Slimer. Aussetzer. Oh nein. Hans kann Donnerschock nicht mehr benutzen. Dann versuchen wir noch. Zugkeep. Funktioniert sogar. Und es gibt Voltoball. Nein, wir planen dabei. Wir haben aber keinen Slam mehr. Ah, die Blockade ist schon aufgehoben. Ja, ohne Slam. Es wird richtig schön, wenn wir jetzt wieder Kleinstein treffen sollten. Smogon. Die niedliche Vorentwicklung
von Smogmog. Es ist noch richtig süß. Volltreffer, Gott sei Dank. Weg ist es. Jetzt dürfen wir uns gleich ein Fossil aussuchen. Was sagst du mir noch? Hey, nicht so gierig. Ich gebe dir ja eins ab. Was haben wir hier? Zum Beispiel das Helix. Und das Domfossil. Oh, Leute, ich weiß nicht mehr, was war. Wir nehmen mal das Domfossil. Pikachu springt zur Seite. Okay, dann gehört das hier mir. Ja, nimm das Fossil. Hans Günther freut sich. Auf der Fernsehnoberinsel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus fossilen Genmaterial. Aus Genmaterial Pokémon zu schaffen, ja. Das wissen wir noch. Bekommen wir. Bleib auf der Stelle stehen. Warum, Hans? Und da sind die beiden. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Ach. Das eingebaute Easter Egg nach Rot und Blau. In der gelben Edition gibt es sie wirklich. Gott. Mal schauen, ob sie Mauzi einsetzen. Ein Silberblick. Mauzi wird eingesetzt. Nee, ich glaube, den verpassen wir auch noch einen Donnerschock. Ist eigentlich schade, dass Mauzi hier nur als Pokémon im Kampf eingesetzt wurde. Weil eigentlich hat es ja nie gekämpft. Dafür Level 25 erreicht. Und Smogon. Kein Smogmog, ein Smogon. Die werden sich bestimmt beim nächsten Mal dann entwickelt haben. Oh, wir haben es paralysiert. Es greift trotzdem an. Die nehmen das nicht so genau mit der Paralyse. Und wir haben sie schon besiegt. Team Rocket. So, ein Balk hat uns besiegt. Und wir gewinnen Geld. So, schnell wie das Licht. Sind sie weg. Ja, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Und wir sind wohl jetzt gleich in Azuria City. Oh, weia. Erstmal umschauen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir später nochmal zurück durch diese Höhle kommen, um Team Rocket zu besiegen. Das wäre nämlich jetzt schade um die Trainingserfahrung. Ja, da kommen wir dann nach Azuria. Ich glaube, wir können nachher nicht mehr hier hin, bis wir Fliegen haben. Na, hier ist nichts. Das heißt, ich würde jetzt doch lieber nochmal da reingehen, um Team Rocket zu ärgern. Wir können ja vorher in das andere Pokémon Center gehen. Ich denke, das werde ich dann gleich offscreen mal machen. Weil dafür reicht die Zeit, mit Pikachu kommen wir hier nicht mehr weiter. Ach, ja. Jetzt kommen nur noch Kleinstein. Ja genau, dann werde ich offscreen nochmal zurück zum Pokémon Center laufen. Und mal schauen, ob wir Team Rocket finden. Ja. Also das System hier wird ja nur nerviger. Und kaputt. Ja, dann werde ich jetzt mal offscreen etwas arbeiten. Bis zum nächsten Part von Pokémon Yellow.